So, Servus wieder bei mir auf dem Kochkanal. Ich habe wieder ein ganz tolles Rezept, was super schnell geht und kein großer Aufwand ist. Alles klar, viel Spaß beim Zuschauen. So, also wir haben hier, hier schon mal Zwiebeln drin, Schinkenwürfeln aus geräucherten Schinken. Dann habe ich gestern Sauerkraut vorbereitet. Ja, das ist mit Paprika gewürzt und mit Kümmel gemahlen. Da habe ich Schweinebauch mitgekocht und so geräucherte Würstler, um einen guten Geschmack reinzubringen. So, und jetzt gucken wir mal. Das ist schon mal vorbereitet und da kommen jetzt als nächstes dann die Schupfnudler rein. Schupfnudler mache ich natürlich nicht selber. Die kaufe ich fertig. Mal kurz schön umrühren. So. Und dann könnt ihr die Schupfnudler dann reinschmeißen. Und am besten einen Deckel oben drauf. So, ihr Lieben, wenn ihr das dann ein bisschen ziehen lassen habt, dann kurz das Kraut rein. Mit voller Hand. Das ist gleich verstanden. Schäder rein. Das ist einfach, das Kraut schmeckt viel besser dann, wenn ihr das vorkocht, Kümmel, Paprika und Kümmel ankocht und schön am Bauch mitkocht und so. Und das dann unterhebt und dann tut ihr mehr einen Deckel drauf. Ihr könnt auf jeden Fall dann noch ein bisschen Salz rein tun. Ihr wisst ja, ich tue immer Kräutersalz rein. Und meine Frau lacht schon wieder. Die mag nicht kein Kräutersalz, aber das Kräutersalz ist einfach das Beste. Und dann bunter Pfeffer, tut sie halt auch noch ein wenig rein, dass er nur leichte Schärfe reinbekommt, aber eine gute Würze. Ihr wisst, bunter Pfeffer. Ich weiß, jetzt lacht meine Frau gleich wieder. Schwarzer Wir Pfeffer. nehmen nicht lieber schwarzer Pfeffer, aber wir nehmen lieber bunter Pfeffer. Aber es gibt Essen, wo ich nur schwarzen Pfeffer rein tue. Oh. Ja, gibt es auch. Gib's zu. Zur Überraschung von mir. So, ihr könnt natürlich frische Kräuter nehmen. Ich nehme heute die Allgäuer Wildkräuter, die mag ich am liebsten. Da gibt es auch die Heublumenkräuter, gibt es auch. Das ist gerade nur das Wildkräuter. Ja, doch, das passt schon. Und dann habe ich schon mal vorbereitet, geriebener Bergkäse aus den Allgäuer Alpen natürlich, von einem Bauer. Das kommt jetzt gleich als nächstes rein. So, die Zubereitungszeit ist circa 15 Minuten davon. Ihr seht, es ist schon gut im Pfanne voll. Und so, jetzt kommt dann der Käse rein. Da könnt ihr ruhig so gute 250, 300 Gramm reintun. Soll ja auch ein bisschen nach was schmecken. Gerne könnt ihr das, probiert ihr das Rezept aus. Sagt mir, was ihr davon gehalten habt. Ich danke dem Thomas auf jeden Fall für diese tolle Idee. Ich leite es praktisch nur an euch weiter, ein bisschen abwandelnd. Thomas macht es noch ein bisschen anders. Aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, euch nicht daran teilhaben zu lassen.